Hallo, hallo. Schönen Tag. Ja, wie heißt es? Kreative Chaos. Oh, ja, das ist so. Dachte ja, ich wollte mal mich ein bisschen mit was anderem beschäftigen. Meine Karte machen, meine andere so eine Schachtel, eine Geschenkbox und so weiter. Aber ja, es hat sich so viel angesammelt, ne, ja, da, das und da noch das, übereinander was gestapelt, mal kurz zur Seite gelegt, ne, und da hat man, ganze Vormittag habe ich nur sortiert, ne, weil einiges von Weihnachtsthema, ne, man hat ja in diesem, ab September schon, ne, immer mal was rausgeholt, was Neues dazugeholt, und da verstaut man das und das. Ja, und da habe ich da aufgeräumt, mal richtig diese Weihnachtssachen aussortiert, ne, weil das möchte ich ja, dass es mal ordentlich wieder auf seine Zeit wartet. Das ganze Zeug. Ja, und auch mit den Standschablonen, ne? Man nimmt hier eine raus und dann liegt ein Teil da und woanders noch was. Und dann dachte ich, ja, sogar finden sich welche wieder. Ne? Hauptsächlich ja, ja bei der Stanzmaschine und so, aber manche verlegt man auch da noch, wo man zuschneidet was. Und da, guck mal, ich habe so viele noch hier mit den Kreisen. Ne? Karten hatte ich ja mal gemacht und diese Uhrenstanze, ne, die habe ich schon mir rausgeholt vor Silvester, ne? Ich dachte, ich mache mal was mit Thema, ja, 12, der Dums, aber nee, ich hatte eins gemacht, ein Design, ne, und fertig. Aber diese Sachen, die sind ja auch so noch schön. Ne? Man kann ja auch eine Eselkarte machen, wie ich schon hatte. Ne? Oder auf eine Box drauf. Und deswegen bei dem Ausstanzen von diesen Uhren, ich meine dieses Ziffernblatt, ne? Entstehen so viele Kreise, auch da noch. So. Und ich habe ja auch farblich noch ein bisschen ausgestanzt noch dazu auch noch in Gold und eben Schwarz, ne? Das. Ich habe auch dann einige Kreise, die dann passen sollten, ne? So und diese Mittelteile hat man dann kann man ja noch weiter was ausstanzen, ne? Hatte ich dann auch so mit Aufleger, dass man so einen hat, ne? Kann man ja behalten. Habe ich auch diesen Kreis noch von dieser in diesem Set noch geholt, diese Aquarium sozusagen. Ne? So, muss wieder zurück auf den Platz. Dann möchte ich mal auch eine Magnetplatte machen. Ja, und ich finde auch diese Papiere, ne? Die sind ja schon echt alt. Die gab es so viele davon, ne? Schon mal mit diesen Ziffernblatt, ne, habe ich das auch rausgeholt. Das passt sehr gut, ne, für so eine Herrenkarte oder Termin oder eine Danksagung. Man kann ja auch sonst noch Themen gibt es hier kombinieren dann, ne? Ja, und heute beim Aufräumen da, ja, musste ich schon mal schauen, dass die Schablonen mal wieder auf den Platz kommen, weil es ist immer schnell
schnell, schnell, und dann ist es, das ist das, kann man dann, ja, was dann auch verlieren, ne? Ist dann schade. Besser, dass sie für den Platz sind. So, das ist auch echt hübsch, hatte ich hier die Teile gemacht, ne? Auch in einem Video hatte ich sie dann auch noch vergoldet, ne? Ja, da wird auch noch was entstehen. Sogar unter die Uhr wäre auch, ne, so eine. Aber ich glaube nicht, ich werde dann extra was noch. Man kann es ja, ne, noch verschiedene so Ideen ausarbeiten. Die sind auch noch, warten noch auf weiterverarbeiten. Deswegen dachte ich, ja, ich muss, upsala, ich muss diese Weihnachtssachen alle wegräumen, dass die nicht im Wege liegen. Und dann kann man weitermachen, ne? Nee, das ist falsch. Ja, diese Tüten hebe ich auf, bis ich mal die wieder wo Ordner mir anschaffe oder bastel. Es gibt ja so viele Tipps, ne? Wie und was kann man ja schon bei der heute hatte ich noch geguckt, Ninas Kreativ, irgendwie so heißt der Kanal, ne? Die hatte auch da so Ideen, also mit diesen Aufbewahrung, diese coole Idee, dachte ich, ach, wäre auch schön, aber man muss ja dazu auch noch kommen. Ja, aber mal schauen. So, ja, endlich das noch gefunden, ne? Die ganze weihnachtliche Schablone, ne? Und auch die Stempelsets, das musste ja auch noch alles jetzt aufgeräumt werden. Irgendwo habe ich auch dieses Set noch liegen, muss ich auch den Stern noch dort hineinbringen, ne? So ist das. Ja, und meine Idee heute war, heute früh, ich mache mal eine selbstschließende Box. Die ist ja bekannt, viele machen ja so eine, ne, für dieses Album, ne, für dieses Mini-Album, dieses mit den Ausklappseiten, ne. Ja, und nee, ich bin hängen geblieben an dem Aufräumen, ne. Weil ich dachte, guck mal, es könnte schön reinpassen. Und muss ich mal nur die Maße mal mir ausarbeiten. Ja, ein bisschen höher die Wände dann. Und dann, ja, weil ich da habe ich noch vor, wollte ein Magnet vielleicht da noch zum Schließen. Und ja, und ja, ist echt gut zum, ne, hat man es verpackt. Mal gucken, hatte ich mal gebastelt. Irgendwo habe ich auf dem Kanal auch das Video dazu. Mini-Album mit Ausklappseiten heißt der, ne? Auch noch ein bisschen weiter ausdekorieren. Auch diese Box habe ich ja auch noch auf dem Kanal. So, und deswegen, ah ja. Und heute war ich kurz rüber, habe mir noch von den Sticks geholt, ne? Diese Pakete. Ich wollte noch mal genau sagen, die kosten 55 Cent, ne? In der Kinderbastelabteilung sind zwei Bündel drin, sozusagen, ne? Und wie viel Stück ist das? Ich sehe es gar nicht. Manchmal übersehe ich das, was vor den Augen steht, aber nee, sehe ich nicht. Okay. Eben, ne? Habe ich mir drei geholt, dachte ich, ja, besser das. Und dann bin ich auf die gestoßen, auf französischen, ne? YouTube, in den französischen Videos aus Frankreich, meine ich, haben einige schon gezeigt und dachte ich, ach was, ist was Neues wohl.
Und heute, ja, bei uns, was war noch? War kaum was, weil das ist 1,90 kostet so ein Paket, ne? Und das sind so Halbperlen. Das heißt ja auch Edelsteine, ne? Naja, klar sind das. Ja, und habe mir da in drei Farben. Dieses noch. Und auch dieses noch, ne? Ja. 1,90. Ja, hat auch Gewicht, aber Preis ist auch ein stolzer Preis, ne? Aber auch die Verpackung, ne? Die ist echt cool. Finde ich, die ist auch, kann man dann weiter nutzen, ne? Und ja, an der Stelle wollte ich noch mal sagen, tut mir echt leid, manche möchten ja, dass jemand für sie was kauft oder holt. Mache ich nicht, weil das ist eine Verantwortung und es ist mir zu stressig, ne? Grundsätzlich mache ich es nicht und habe meine Gründe eben dazu, dafür, ne? Und bei uns ist auch der Laden ist sehr klein und deswegen möchte ich das Thema lieber aus dem Weg schaffen, dass es und ja, verzeiht mir, aber ich zeige es nur, erzähle, was man momentan, wonach man schauen kann oder soll, ne? Und weil ich mache das auch so, wenn ich mal wo was sehe, eine zeigt es dann und ja, dann weiß ich, oh, muss man danach gucken, ne? Weil bei uns kommt es einmal, wenn es Zentrallieferung, Anlieferung ist. Und dann kann man es vergessen, wenn man es Glück hatte, es bekommen hat. Und zu viel kaufe ich auch nicht. Ne, das kostet alles. Ne? Ja, und ich freue mich, dass ich das habe. Und ja, ist so. Und das wünsche ich auch allen Bastlern, dass sie auch so mit Begeisterung immer gerne was Neues möchten haben und auch bekommen vielleicht. Nicht, das kommt dann eh noch, ne, nach und deswegen einfach, ich, wenn ich auch was nicht bekomme, dann eben nicht. Es kommt dann und liegt dann ewig dann, ne? Ist auch so eine Sache. Deswegen, ja. Und da wollte ich nur das nochmal ansprechen und eben, seid mir nicht böse, ne? Ja. So, naja, das war's. Ach, ich zeig, aber die sind so perlmutt. Echt so, nur drei Farben eben, aber ja, ne, verschiedene Farbpaletten, ne, sind alles verschiedene, so finde ich, ist gut. So, okay, naja, dann mache ich noch weiter. Was hatte ich noch geplant? Ne. Okay, so, das war so ein kleiner Bericht, was ich so tue, womit ich beschäftigt bin. Man muss sich echt Zeit nehmen, ne, für, aber dann lässt man es wieder liegen und muss was anderes wo machen und so. Und dann, ja, kommt man hin und, ja, wo war ich denn gerade, ne? Okay, so, ihr Lieben, schönen Tag. Und danke fürs Zuschauen. Tschüssi.